Herzlich willkommen zu Jura Shorts. Wichtige Urteile kurz erklärt. Heute Costa Inel aus 1964. 1962 erlässt Italien ein Gesetz zur Verstaatlichung des Stroms. Dagegen wehrt sich der Rechtsanwalt und Aktionär eines Stromversorgers Costa. Er beantragt zu prüfen, ob er in seinen Grundfreiheiten verletzt worden ist. Das Ganze geht als Vorabentscheidungsverfahren nach Artikel 267a EUV an den EuGH. Das Problem an der Sache: Greift Unionsrecht überhaupt, wenn sich ein Staat an sein eigenes rechtmäßiges Verfahren gehalten hat? 1964 hat der EuGH wie folgt entschieden. Der EG-Vertrag hat eine eigenständige Rechtsordnung geschaffen, die in die Rechtsordnung der Vertragsstaaten aufgenommen wurde. Sonst wären Verpflichtungen der Verträge wertlos und der Effet utile würde untergraben. Damit wurde der Anwendungsvorrang des Unionsrechts weiter statuiert. Screenshot machen und merken.